Ich grüße euch aus der Westukraine, dem transkarpatischen Gebiet, wo ich gerade zu Besuch bei meinen Schwiegereltern bin. Ich war heute auf dem Markt und mein befreundeter Messermacher hat mir ein Geschenk gemacht. Und das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Und dann hänge ich noch einen Clip hinten dran von dem Messerstand, dass ihr nochmal einen Überblick kriegt, was er gerade so im Angebot hat. Ich habe ihm das erzählt mit den 6 cm und er hat hier wirklich ein wunderschönes Exemplar gemacht. Und hier ist das besagte Stück. Es hat eine Klingenlänge von 6 cm, aber eine Schneide, weil die Diagonale hier ist, etwa von 7 cm, denn das Messer ist hier knapp 3 cm breit und der Griff ist etwa 13,5 cm lang und liegt wunderbar in der Hand. Auch mit dem Reverse Griff. Der Rücken, das sind etwa 2,2, 2,3 zur Spitze hin verjüngende Klinge. Also gerade so für die kleineren Aufgaben und Holzlocken und so weiter. Wunderschön. Die von einer Patronenhülle. Patronenhülle von 1900. Was heißt Devenosta? 1939. Ja, 38 ist der Griff hier geformt. Und hier oben Rapidstahl. Das wäre was. Unter 12 cm. Hier ist eine mit Hohlschliff und der Griff ist aus einer über 1000 Jahre alten Eiche, die sie irgendwo in Tschechien ausgegraben haben. Das ist aus einem Mercedes Blattfeder geschmiedet. Itoi Toge, da? Adinina? Ja, und das auch. Das ist unter 12 cm, das ist über 12 cm, also hier macht auch Hohlschliffe. So sieht's aus. Oder das ist hier zum Beispiel auch sehr schön, sehr, sehr schön, fein, filigran, aber der Rücken schön, schön dick. Stilett. Ja, ein Stilett, genau. Ja, genau, Bushcraft Klassiker, auch im Hohlschliff. Torge Setawa. Deutsches Stahl, da? Nein, das ist 9HFM. Aha, hier ist der 9HFM und das ist der Rapidstahl und das ist auch 9HFM. R6M. R6M5. Aha, R6M5. Ja, gut, habt ihr einen Eindruck.